Salat zusammen. Okay, ich bin hier noch immer zu Arendal bei meiner Tante und voraussichtlich mache ich wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Wochen hier. Wollen wir mal ein bisschen vom Tagesablauf und wir reden. Mein Tagesablauf ist jetzt gerade so Full-Modus. Morgen aufstehen, etwas mögeln, mit dem Hund spazieren, dann geht es Mittag machen. Ja, das ist ein ganz einfacher Tagesablauf. Ich bin wirklich so im Erholungsmodus, / Fula-Modus. Meiner Beine geht es schon viel besser. Die haben gleich noch auf der rechten Seite noch ein bisschen Muskelkater. Ja, auf beiden noch ein bisschen. Aber ich glaube, morgen wird das dann komplett weg sein. Heute bin ich noch zum Veloladen gegangen, um mich ein bisschen zu informieren, wie das aussieht, wie so dabei zu planen, eine Tour auf die Nordkap zu machen. Aber ich habe die Meinung, dass ich noch ein paar Modifikationen an meinem Velo machen will, um ganz sicher zu sein, dass ich auch die Bahn nicht frei habe. Die Sorge, die ich habe, ist die Batterielebensdauer. Ich hoffe noch wahrscheinlich noch eine zusätzliche Powerbank, um das Problem zu lösen. Eine Dynamo reicht nicht. Solarzellen lenkt vielleicht für ein bisschen das Unvermeidliche hinauszuzögern. Oder wenn ich mehrere Tage nichts mehr mache, aber das ist auch das Problem, noch immer mehr Szenen oder Videomaterial zu finden, dann muss ich auch meine Batterie haben. Das andere Problem habe ich gelöst. Ich habe auch meinen Nattelanschluss hier. Ich habe eigentlich noch mit dem Anbieter angefragt, dass er heute noch zugelütet, hat er noch nicht gemacht, hoffentlich macht er das morgen, um irgendwie rauszufinden, ob ich das über das Nattel kann, wo ich laden kann. Nachdem ich im Veloladen war, bin ich dann noch im Zentrum von Arendal. Dort sehr viele Leute. Touristisch ist es eben, ich glaube, es gerade auf Hochsaison. Es sind extrem viele Touristen da und die befinden sich alle im Zentrum und da bin ich dann schon so klasse gegessen, wie das in dem Teilnachs und Glück gesehen. Als ich zurückgekommen bin von Arendal, habe ich noch für die Familie gekocht. Ich habe noch mal ein Curry gemacht. Es war nicht mein Lieblings-Curry. Ich liebe halt das Standard-Curry, das wir hier in der Schweiz haben, mit viel Kurkuma. Das ist auch schön gelb. Dann habe ich das als teures Curry gegeben, wo schlussendlich die Soße braun gekommen ist. Hat das ein bisschen weniger schön ausgesehen, aber schon super fein gewesen. Und es hat auch einen anderen Geschmack gegeben, weil ich ein anderes Curry habe. Die nächsten Tage werde ich wahrscheinlich hier und da noch mal ein bisschen köcheln. Und ich glaube, am Morgen fange ich auch mein Yoga-Programm an. Ist das alles gewesen? Das war alles gewesen. In dem Fall. Tschüss zusammen.